Der FCA wird sich langfristig nicht in der obersten Etage halten können, wenn er nicht eine entsprechende Jugendarbeit macht. Da sind wir in der Endphase der Umsetzung, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, Herr Wiedemann. Man kann also fast sagen, dass wir die Finanzierung durchhaben. Geht da um ein paar Millionen. Und wir haben im Zuge dieser Überlegungen, die wir angestellt haben und der Prüfung, wie ist denn der Stand der Dinge bei uns in Augsburg, personell und wer macht die Arbeit und so weiter, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Herrn Paula gebeten haben vor einigen Wochen, ob er nicht diese Aufgabe wieder übernehmen kann, weil wir der Auffassung sind, es ist nötig, das zu tun, um dieses Jugendleistungszentrum dahin zu führen, technisch, inhaltlich, organisatorisch, personell, wo wir es haben wollen, wo wir es haben müssen. Und diese Gespräche und Überlegungen haben dann dazu geführt, dass wir Gott sei Dank mit dem Einverständnis von Herrn Paula alle zusammen entschieden haben, dass Herr Paula diese Aufgabe übernimmt, wieder übernimmt bzw. übernimmt. Er hat das ja vorher schon gemacht. Wenn Sie sagen, zurück ins zweite Glied, dann haben Sie aus meiner Sicht ein falsches Verständnis von der Nachwuchsarbeit an sich und von der Bedeutung der Nachwuchsarbeit für einen Bundesligaverein wie den FC Augsburg. Ja, das kann man in keinster Weise so sehen und zu dieser Aussage stehe ich auch definitiv, sondern man muss es sehen, es gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der Herr Birks hat es ausgeführt, der Herr Seinsch hat es gesagt, wir müssen langfristig strategisch planen, was unseren Nachwuchsbereich betrifft, dass wir hier irgendwann mal in der Lage sind, ja, den Lizenzkader aus dem eigenen Nachwuchs zu bestücken. Und das ist eine Mammutaufgabe, das ist eine wichtige Aufgabe, die existenziell für diesen Verein sein wird. Und deswegen freue ich mich, auf diese Aufgabe wieder zu übernehmen. Ich freue mich und der FC Augsburg hat ja gegen mein altes Werder Bremen am Freitag den Knotenplatzer praktiziert. Das 3-1 war ein tolles Ereignis, zeigt, dass die Mannschaft absolut konkurrenzfähig ist. Das muss jetzt einfach weitergeführt werden. Das sind 27 Spiele, das sind 81 Punkte. Und um diese 81 Punkte werde ich mich mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit allen Verantwortlichen, mit Herrn Paula, mit Herrn Birks, Herrn Seinsch ab übernächste Woche kümmern. Werde am Freitag das U21 Länderspiel mir anschauen, am nächste Woche Dienstag in Berlin das Länderspiel. Und meine Stärke, denke ich, ist schon, dass ich ganz gut vernetzt bin, dass ich viele Leute kenne. Meine Generation ist ja auch gerade ein bisschen da. Mit Dieter Hecking habe ich in der Hessenauswahl gespielt, mit Jürgen Klopp 3 Semester studiert, mit Bruno Labbadia, da war mein aktiver Sprecher bei der Spielergewerkschaft. Also sind ja viele Leute aus der Vergangenheit, die jetzt aktiv hier im Fußballgeschäft tätig sind. Und dieses Netzwerk sollte zum Wohle des FC Augsburg jetzt genutzt werden. Den nächsten beiden Wochen werde ich aber auch mir in aller Ruhe alle Ebenen anschauen. Wir haben klar vereinbart ein paar Dinge, Herr Paula, und auch mit dem Markus werde mir die Spieler anschauen und werde mich hier in aller Eile, aber auch mit der nötigen Ruhe einarbeiten und gut vorbereiten dann auf die nächste wichtige Aufgabe in Nürnberg.